Lass mal gucken. Das sind wir auch schon wieder. Mehr oder weniger schon wieder. Irgendwie hat sich jetzt dann auf Dienstag sogar verschoben. Das letzte Mal war es ja, habe ich es ja glaube ich sogar montags hochgeladen. Ja. Aber es ist Welt. Nimmt sich's manchmal so. Hat mir extra Sonntag rausgesucht gehabt, so als Upload-Tag für Stray. Aber ja, Sonntag hatte ich dermaßen einen Brummschädel, da lief einfach gar nichts. Und gestern war High Life. Hatte ich auch noch einen Brummschädel wie sonst was, aber immerhin war es ein. Ah. Waren Danny und Chris da, war es auf jeden Fall spaßig, einen Brummschädel zu haben. Spaßiger als einfach nur einen Brummschädel zu haben. Okay, irgendwie, das bringt uns nicht so unglaublich viel mehr, ne? Also, obwohl, ne, wir haben das Ding schon mitgenommen, mitgehen lassen, da den Hut. Aka, wir können jetzt hier raus. Und können dann, das ist schon wieder eine Weile her, dann zu dem Herrn mit der Bomberjacke. Watschlitäten. Ich glaube, der war nicht hier, ne? Eieiei, hey, meine Finger frieren ab, ey. Ich glaube, da kann man durch und da ist er irgendwo gewesen, oder? Nee. Oh mein Gott, komplett lost schon wieder. Da mussten wir lang. Zu der Fabrik, genau. Also war ich gar nicht mal so falsch. Gar nicht so falsch. Bisschen falsch, aber. Geht eigentlich die Finger weg, ey. Da bist du Frühlingsanfang hier. Aber hier ist halt. Der Helm wird ausreichen. Ich brauche allerdings noch eine richtige Arbeitsjacke. Hast du eine gefunden? Ja. Stimmt ja. Kann hier zwar rein, aber der steht da rum. Und ich muss irgendwie dafür sorgen, dass er hier hinten hinkommt. Und dafür brauchen wir irgendwie eine Kassette oder sowas, gell? Können auf jeden Fall durch das Fenster flüchten. Wie kriegen wir diesen Typen dazu, hier reinzukommen? Ich kann da nichts einfügen, ich habe nichts zum Einfügen. Dieses Gebiet hier werde ich auch nicht so unglaublich schlau draus, was das eigentlich sein soll hier und was das überhaupt soll hier. Ja, okay. Gibt's hier irgendwo so einen Muckeladen? Da ist eine Bar. Ja, also die haben ja bestimmt irgendwie irgendwas. Frage ist, wie komme ich da rein? Ich hatte ja gehofft, dass der hier was hat, aber der ist einfach nur AFK. Ja. Wir sind auf jeden Fall durchaus ungültig.
Ja, das da bringt uns aber auch nichts, ne? Ach, Gottchen. Huh. Was sind denn meine Griffel so verdammt kalt heute? So. Also wir können hier hochklettern. Die Frage ist nur, ob wir irgendwie in diesen Club da reinkommen. Der hier ist ja irgendwie auch komplett useless, ne? Mein Desktop kann man da rein tun, da liegen Festplatten, die können wir auch nicht benutzen. Bringt uns nichts. Bringt uns nichts. Was bedeuten diese Zahlen da? Bedeuten die überhaupt irgendwas? Bringt es was daran zu kratzen? Ich gehe jetzt zur Arbeit, wir sehen uns später. Okay, Schatz, sei auf der Hut vor den Wächtern, sie verhaften schnell und ohne guten Grund. Mach dir keine Sorgen um mich, Kleine, mir geht es gut. Kommt der jetzt hier durch? Ach Mist. Das sind so die Vermutungen, die ich derzeit habe, es ist halt, ich muss in diesen Club da rein. Wieso kann er da nicht drauf hüpfen? Ja, da oben kann man ja irgendwie hin. Die Frage ist, wie komme ich da hin? Wie komme ich da rauf? Irgendwie voll übertrieben, wenn das echt von hier aus darüber geht, aber. Da ging irgendwas. Wir können hier hoch. Und jetzt? Ich muss halt darüber. Ich kann dahin. Ja, nee, dann. Oder da. Dass wir so irgendwie da reinkommen. Und irgendjemand muss das Ding hier aufmachen. Hallo. Mach mal auf. Hallo. Nee. Scheiße. Was ist der Effekt hier? Es muss 100 pro jemand dieses Ding hier aufmachen. Ach Mensch. Klettern wir mal weiter hoch. Vielleicht bewirkt das irgendwas. Da kommen wir nicht rüber. Komme ich da hoch? Kann da drauf, aber ich kann da nicht hin. Da komme ich auch nicht hin. Ach Mann! Das hier ist ein toller Fahrstuhl, ne? Aber was bringt der mir? Gar nichts. Bin ich hier unten?
kommt man denn an irgendwas, was man in dieses Ding reinstecken kann? Die haben doch bestimmt was. Liegen hier da, da. Zerstöre sie für uns. Ah, jetzt hat. Wie soll ich die kaputt machen? Da ist eine. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen Probleme kriegen gleich. Wo ist die letzte? Da. Wie komme ich da drauf? So, ne, stabil sind die ja nicht. Ich bin jetzt nicht die fetteste Katze, die es hier gegeben hat. Hey, da war doch irgendwo die Treppe nach unten. Bin ich jetzt besoffen? Da ist die Treppe nach oben. Wo ist die Treppe nach unten? Hallo? Weird. Ah, da. Wenn man halt Katze ist und zu schnell rennt, dann. Die hätte nicht gedacht, dass du es schaffst. Hier, nimm diesen Preis. Du hast ihn dir verdient. Neue Gegenstand. Yeah. Na, endlich. War leichter als gedacht. Wir mussten gar nicht in den Club einbrechen. Sondern. Wo war jetzt dieser Laden? Diese Straßen sind so unglaublich schön hässlich, unorganisiert. Der ist da unten, gell? Irgendwo. Gott. Ich bin gerade ultra gut im mich verlaufen. Komm immer wieder zum Hutgeschäft, das kriege ich hin. Ah, da. Sneaky Beaky. Bringe die Arbeiterjacke mit. Ja, das. Müssen wir jetzt mit dir da rein? Ah, so. Wunderbar. Oh Gott, du siehst grausig aus. Aber perfekte Tarnung. Aber ihr seht ja auch irgendwie einfach alle gleich aus, ne? Die sind klasse. Ein bisschen eng an der Taille, aber es wird schon gehen. Spring in diese Kiste und ich schleuse dich durch den Kontrollpunkt. Ja, das hatte ich mir jetzt irgendwie gedacht.
Und jetzt? Ah, jetzt ist das ein Problem. Wir müssen wahrscheinlich die Fabrik kaputt machen. Nee, geh da rein. Oder, ja, bleib da oben drauf, ist mir eigentlich auch egal. Anscheinend ist hier gerade kein Roboter. Drohnen-Ding. Okay, der ist problematisch. Ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich einen Plan, wo wir eigentlich hin müssen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es irgendwo hier ist. Rip. Die sind ja gemein. Jo, aber ich habe jetzt echt Kohldampf, deswegen wollen wir jetzt mal so futtern. Und dann geht's in der nächsten Episode weiter, hm? Ist jetzt ein bisschen eine kürzere Episode, die letzten paar Episoden waren ein bisschen länger. Aber, immerhin, wir sind jetzt in die Fabrik reingekommen. Das finde ich echt klasse, auch wenn hier alles voller Müll ist. Also dann... Tschüss.